So, und willkommen zurück hier bei Mass Effect 3. Und wie ich gerade sehe, wir haben keine Munition mehr. Munition. So, umgucken, ob es hier was Tolles gibt, ist natürlich eine schlaue Idee. So, das Geräusch ist aber so geil, wie sich die Waffe auflädt und so. Und dieser Gap gleich am Sterben ist. Ach, guck an, das sind hier wieder mehr von denen. Eigentlich, nee, Singularität darf ich da hinten nicht reinmachen. Doch, Singularität darf ich nicht reinmachen, die Schaf. Bringen wird es mir nur relativ wenig, wenn ich nicht treffen sollte. So. Ich wollte eigentlich sagen, eine Shockwave könnte ich mal reinsammeln. Bringt das was hinter? Nein, aber den dort hinten. Wo sind eigentlich wieder meine Leute? Tali? Garrus? Wollt ihr nicht helfen? Ach, hi Tali. Jetzt könnten wir doch mal darüber reden. Wie geht's dir eigentlich? Was hast du all die Jahre so gemacht? Während ich im Knast war, du hättest mir ja mal schreiben können, ne? Will ich nur mal so gesagt haben. Bist wohl nicht so gesprächig aktuell. Und dadurch, dass du auf mich schießt, bist du wohl nicht so ganz mit meinem Plan einverstanden, dass ich es nochmal bei Liara versuche, oder? Aber weißt du, Tali, ich hab dich halt schon besser abgesehen. Man muss sich mal so das vorstellen. Hab mich schon besser amüsiert. Das wäre aber so richtig schön macho-mäßig, Tali. Also richtig böse. Au! Warum werde ich jetzt davon getroffen eigentlich? Gute Frage. So. Gleich schießt es wieder und ich habe nichts für Deckung da. Doch, da. So, sehr schön. Wo geht's jetzt lang? Einmal nach oben oder was? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gar nichts. Doch da, eine Türe. Sehr schön. Ah, hier oben geschützt. Sehr gut. Dann speichern wir mal. Bin ich jetzt gerade... Muss ich nicht verstehen. Ach, ich darf nicht speichern. Ich habe gerade gedacht, vielleicht habe ich gerade schnell geladen. Das wäre natürlich peinlich. Blöde. Aber dann wäre ich an einer ganz anderen Stelle. So, was haben wir da? Da ist kein Terminal für uns. Da ist ein Fahrstuhl. Den nutzen wir doch mal. So, Frachtenaufzug. Einmal nach oben. Damenunterwäsche und... sonstiges Gedöns. Jede Menge nervende Gäste sind natürlich auch noch an Bord. Hallöchen! Yeah! Ja, natürlich, weil ich am Rand stehe. Shepard! Nehmen Sie meine Hand! Was mich schon immer mal interessiert hat, was passiert eigentlich, wenn ich sag, nö? Und das passiert also, wenn ich mir zu lange Zeit lasse. Ah! Weh, ich komme irgendwo... Ich musste es ja tun, oder? Ich muss... Ah, aber die Gäste sind alle tot. Okay. Schnell! Naja, das nehmen wir in Kauf. Also das ist ja okay. Dann war der Speicherpunkt ganz okay. Sehr schön. Also mit Umgucken ist da nicht so viel. Ah, die Tür ging nur so schnell zu. Das, während ich auf die Tastatur geschaut habe, die das Ganze schon wieder vorbei war. Ah, so ist das, Kollege. So, das hatten wir ja auch schon. Das können wir aber nicht überspringen. Damenunterwäsche und zwei Gäste, bitteschön. Hallöchen, Kollege. Lass mich ab. Warum stehe ich an der Kante? Und jetzt auf einmal wieder in der Mitte. Ja, ich komme, Tali. Gesehen, wie schnell der Fahrstuhl jetzt abgestürzt ist? Davor hatten wir mehr Zeit. Naja, alles in Ordnung. Ich mich nicht. Gut. Hoffentlich kommen jetzt keine Fahrstühle mehr. Bloß weiter. Der Antriebskern muss ganz in der Nähe sein. Ja. Toll, super. Dafür müssen wir Leitern steigen. Tali, ich weiß ja nicht so genau, ob das jetzt wirklich besser ist. Dann lieber Fahrstuhl fahren. Ist bequemer, angenehmer, einfacher, nicht so stressig, wie die geht. Sehr schön. Oh, zwei Stück.
Hätte ich ja mehr gebrauchen können, ne? Aber ich bin irgendwie ein Geiz sammeln in dem Punkt. Naja. Was soll's? Tolle Musik. Das ist eindeutig Reaper Tech. Aber was? Aha, ein Über-Reaper. Oh! Shepard Commander, helfen Sie uns! Legion! Schön, Sie zu sehen, Legion. Wir holen Sie sofort heraus. Shepard, warten Sie. Die Geth werden von dem Reaper-Signal kontrolliert. Stimmt, von diesem Ding. Das bedeutet, dass Legion zu den Reapern gehört. Vielleicht hat er sich ihnen freiwillig angeschlossen. Oder er wurde gehackt. Sie haben recht. Guter Punkt. Wir können kein Risiko eingehen. Shepard Commander, warten Sie. Wir können Sie unterstützen. Sie haben mit uns gesprochen. Sie wissen, dass wir einer Unterdrückung durch die alten Maschine niemals zustimmen würden. Woher weiß ich, dass die Reaper sie nicht kontrollieren? Weil unsere Architektur das nicht zulässt. Wir sind zu komplex. Aber wir werden dazu benutzt, das Befehlssignal an alle Gäste zu senden. Dieses Befehlssignal will ich zerstören. Wenn Sie uns befreien, ist das Signal unterbrochen. Und falls Sie es für nötig halten, können Sie uns dann zerstören. Okay, Legion, hier wird niemand zerstört. Aber alles ganz langsam in Ordnung. Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlotsen. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja, die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Geth haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Wie haben die Reaper die Kontrolle über die Geth erlangt? Gar nicht. Die Schöpfer haben angegriffen. Die Geth wollten leben, also haben die alten Maschinen ihnen ein Angebot gemacht. Warum sind wir dann zu der Station der Geth und haben die Heretics vernichtet? Für nichts? Nein, das Ausschalten der Heretics hat die Entscheidung, sich mit den alten Maschinen zu verbünden, deutlich erschwert. Hätten die Schöpfer nicht angegriffen, wäre es unnötig gewesen. Wir holen sie in Kürze daraus. Anscheinend haben sie sich den Reapern nur wegen des Angriffs der Quarianer angeschlossen. Nichts entschuldigt ein Bündnis mit den Reapern. Sie hätten eine andere Lösung finden müssen. Manche würden das Gleiche über die Turianer sagen, die die Genophager heilen und sich mit den Kroganern zusammentun. Verdammt, ich habe sie angefleht zu verhandeln, statt anzugreifen. Wirklich! Ja, das wäre... Bringen wir erstmal Legion hier raus. Das wäre wahrscheinlich wesentlich schlauer gewesen. Erstmal reden, erstmal versuchen zu verhandeln. Aber nein, angreifen und alles zerstören. So, Overdrive, ich will erst noch ein bisschen mich umschauen. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Meine Lieblingswaffe weiß ich ja, wo ich sie bekomme. Und nee, wisst ihr was, wir können das holen. Vom Platz her dürfte man wahrscheinlich eh schon sehen. Es wird wieder mehr als nur interessant und es ist einfach zu groß und ich laufe Gefahr, dass ich den manuellen Overdrive verliere. Das ist jetzt ein Witz, oder? Tali, Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Admiral, Herrn Geralt, wir schulden Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Aber er hat seinen Schaden immer noch nicht repariert, ne? Die 7 Brustplatte hat er immer noch. Als Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Oh, oh. Alarm! Geth-Verstärkung im Anmarsch. Ach, nein. Mach Sachen. Oh. Hi, Kollege. Du bist bestimmt etwas spezieller. Unterstützungsposition. Wann immer Sie bereit sind, Admiral Garrett. Gut,
Mal sehen, was die Quarianer drauf haben. Ja, aber echt bald. Also gut, die Geth-Kommandanten. Ich sag's mal so, die sind nicht ganz so, die sollte man eigentlich auch relativ früh ausschalten, wenn man so will. So, das mit dem Finden ist gerade ein bisschen sehr schwer. Oh, haha, ich habe keine Granaten mehr. Okay, geht so raus. Er stellt Geschütze auf. Nein. Okay, man sieht Schilde und Panzerung. Die Schilde sind jetzt eher das geringere Problem. Das größere Problem ist die Panzerung, die er da hat. Und natürlich diese nette Drohne, die er da um sich herum hat. Wobei, gerade machen die Schilde doch ein bisschen Angst. So, jetzt machen wir hier mal die Drohne gerade platt. Die Kommandanten, die kann ich ja gerade abhaben, wie die Pest, hey. Aber sobald mal hier, genau, endlich. Hat Garrus jetzt schon wieder irgendwas eingesetzt? Wahrscheinlich gerade den Betäubungsschuss, obwohl ich den ja eigentlich wollte. Panzerbrenner, Munition, Betäubungsschuss. Stimmt, ich habe das jetzt schon wieder mit dem anderen Ding verwechselt. Ja, er macht das da. Egal. So. Kriegen wir ihn halt langsam, aber sicher nieder. Flammenschaden, der jetzt natürlich gleich mal seine Drohne hier wieder kaputt machen. Noch ein Scharfschütze, aber das sind meistens so ein bisschen gefundene Fressen. Ich bin heilfroh, dass ich diese, wie hießen die denn? Diese kriechenden Geth da nicht mehr haben. Na gut, aber dafür haben sie Raketen da vergessen. Ne? Und diese Geth hier. Muss man halt echt aufpassen, ey. Dass man das sieht. Nicht immer sehr leicht. Coole Idee. Verdammt. Wir hatten einen Gegenangriff vereinbart, keinen blinden Vorstoß. Was reden Sie da? Wir sind doch noch an Bord. Au, Gelegenheit nutzen. Schwere Flotte, Angriff. Erledigen Sie das Schlachtschiff. Geralt? Position halten. Wenn Sie das tun, wird die schwere Flotte untergehen. Sie haben einem Gegenangriff zugestimmt, Rahm. Werden Sie jetzt nicht zimperlich. Dem reiß ich den Arsch auf, dass die Normandy drinnen wenden kann. Das wird sowas von nachbrennen. Das brennt gleich zweimal nach. Alter, die können doch das Schiff hier nicht angreifen, auf dem wir sind. Da hinten war wieder ein Kommandant, den haben wir schon gesehen. Wow. Nichts überall. Platt machen ihn hier und... Ja. Der wird lustig und dann schon wieder so eine schöne Drohne, aber ich... Ach nee. Ah doch. Die Drohne ist gefährlich. Ja, das Problem ist, der hat halt auch ordentlich Bums, wie der da war. Das ist auch noch Feuerkraft. Ich guck hier gerade rum. Da ist nur Munition überall. Ach, da ist noch ein Nerven da. Jetzt, Sattle. Diese Scharfschützen hier, ne? Und warum nimmt der nur mich, Mann? Nimm doch auch mal einen anderen. Ah, eine schöne Drohne. Ich bräuchte halt echt wieder mal Granaten oder so einen Schmied. Wow. Na, Kampfdrohne war da. Da ist er. Nee, ich hab da die jetzt gesucht. Das ist eine Drohne und kein Scharfschütze. War ich da falsch? Vor allem, wie schnell der den als einsatzbereit hat, ne? Wie lange mein Warp dauert, bis es oben ist. Okay, das liegt jetzt daran, dass ich natürlich das Maschinengewehr dabei habe.
So, ich will mich natürlich so ein bisschen umgucken. Da hinten liegt mal Munition. Das sollte ich holen, definitiv, weil für Schuss ist nicht mehr so viel. Allzu lang. Ah, da Granaten. Gott sei Dank. Ja, man kriegt hier Munition eigentlich gut nachgeschmissen. So. Problematisch ist es nicht wirklich. Und warum hilft uns Legion eigentlich nicht? Der könnte doch von dort unten bestimmt hier raufspringen. So, jetzt weiß ich nicht mehr so genau, mussten wir dort runter. Da ist der Leiter. Patrouillenflotte, Flankenunterstützung für die schwere Flotte. Räumen Sie ihr das Schussfeld frei. Ach, Legion ist ganz unten. Alle Schiffe feuern frei. Oh! Jetzt haben wir ein Problem. Shepard Commander, die Schöpferflotte beschießt dieses Schiff. Ohne Barrieren wird das Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Ach nee. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Guess übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backbord-Hangar liegen Guess-Jäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Macht Sinn eigentlich mit den Rettungskapseln, dass es hier keine gibt. Aber mit dem Guess-Jäger durch den Raum fliegen, au, oh Mann. Ist auch keine gute Idee. Aber immerhin, wenn es das Einzige ist, was uns am Leben hält, sollten wir dem... Na, no! Shit. Sollten wir dem nachkommen. Wenn... Flotte, Feuer einstellen. Ich wiederhole, Feuer einstellen. Ich... Die antworten nicht. Ich werde diesen Kerl... Ja, wir ja. Sind gleich da. Ich werde den... Au, oh Mann. Ich werde diesen Kerl sowas von töten. Der wird sich wünschen, niemals geboren. Au, oh, ah, oh, toll. Oh, das zahlt er mir alles heim. Verdammte Quarianer! Aber echt! Wow, 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 wow! Gott! Echt! Ich glaub's ja gar nicht. Naja. Roman, der Shepard, registriere Gravitationsverlust, alles okay? Nein? Ja, wir nehmen einen Guess-Jäger, übermittle Rendezvous-Koordinaten. Na, hoffentlich zerschießen uns die Quarianer. Ist denn noch ausreichend Platz im Frachtraum, Shepard Commander? Uns geht's gut, los! Doch aus wie so ein Insekt. Und an. Nein, 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 nein! Hör auf, hör auf! Achso, die Feuer da drauf, okay. Ach, das ist doch schön. Oh, ich bin so. Also von solchen Bildern kann ich mich niemals. Das wird mein Lieblingspart. Nur weil das Raumschiff explodiert. Ja! Sie haben auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Ja. Ich kann Ihnen nicht helfen, diesen Krieg zu gewinnen, wenn Sie so vorschnell handeln. Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren. Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich weiß, Admiral. Die Frage ist halt nur, wie viel Prozent kampffähig ist. Ihr unilaterale Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Oh ja. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Sie sind außer Kontrolle. Ich darf solche Entscheidungen treffen, nicht Sie. Ich verstehe nur, dass Sie den Plan ignoriert haben und vorgeprescht sind. Das Schlachtschiff war ein perfektes Ziel. Admiral, Sie haben Ihre Mission und Ihr Volk gefährdet. Runter von meinem Chef. Oh. Shepard, ich verstehe Ihren Zorn. Wenn Ihre Flotte nicht wäre. Wegen ihm wären wir fast draufgegangen, Rahn.
Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten. Admiral Corris hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander, wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Ein Geth? Halt! Beruhigen Sie sich! Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um vom Schiff aus Befehle zu senden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Später. Legion sagte, er könne uns helfen. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Verstanden, Commander. Sie sagen also, Sie können uns helfen? Ja. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen. Aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert. Aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Keela, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Ja. So, ich gehe da mal ein bisschen weiter weg, dass das da nicht dauernd reinquatscht. Das alles machen wir denn alles erst in der nächsten Aufnahmesession. Jetzt müssen wir dann nämlich schauen, dass wir die Quests dann auch in der richtigen Reihenfolge einbehalten. Warum habe ich jetzt eigentlich plus 15 neutralen Ruf bekommen? Das können wir mal kurz noch nachgucken. Ja, so langsam sicher wird es schon zu viel gut. Gefällt mir gar nicht. Bis dahin müssen wir auf alle Erde müssen ganz voll eigentlich werden. Das werden wir dann mal schaffen. Wow. Das dürfte noch interessant werden. Das wird noch hab ich. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Baba.